kommen im Thermalhotel, Herr Metzger. Bitte tragen Sie sich ein. Herr Metzger? Ah, mein alter Guter Freund Wulf wohnt in Zimmer 202. Guter Deckname. Herr Wulf? Ja, ein sehr freundlicher Herr. Hier ist Ihr Schlüssel. Mit dem Schlüssel können Sie alle Leistungen auf Ihr Zimmer schreiben lassen. Mahlzeiten, Massagen, Maniküre, Pediküre. Außerdem brauchen Sie ihn, um Ihre Post abzuholen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Können wir auch eine Glatzenpolitur beantragen oder wie sieht das aus? Schlüssel für Zimmer 301? Ich kann im Moment nichts für Sie tun. Aha, wenn Sie andere Zimmerschlüssel vorweisen, hatten Sie die Post. Ja. Sprechen. Ich brauche Ihren Zimmerschlüssel, damit ich Ihnen die Post aushändigen kann. Okay, Schlüssel. Aber er kann uns ja derzeit nicht weiterhelfen. Ich kann im Moment nichts für Sie tun. Okay, also ich nehme mal an, er hat keine Post für uns. Na schön. Damit kann ich leben. Ausnahmsweise. Hier links hatten wir in Hitman 1 noch die Essensseele. Oder wie auch immer ich sie bezeichnen soll. Hier können wir uns ja eigentlich quasi frei bewegen. Detektoren, Detektoren. Ich weiß nicht, ob der Levelaufbau wie im ersten Teil ist. Das werden wir dann noch sehen. Genau, Aufzug, der war auch im ersten Teil an derselben, beziehungsweise gleichen Stelle. Besser gesagt, hier scheint unsere Zielperson zu sein. Zumindest eine. Und hier zwei Ausrufezeichen. Okay. Ein offenes Fenster. Ist der gerade wieder hier im Bad? Ja. Im ersten Teil hatte ich ja das eklatante Problem, dass ich ihn nicht gefunden habe. Und hier ist übrigens ein Herr. Hallo? An der Bar? Darf ich einen Cocktail bestellen? Anscheinend nicht. Dem markanten Mann mit der Glatze wird nicht geholfen. Ah. Okay, können wir auch das hier öffnen. Interessant. Jetzt frage ich mich. Ich lasse mir wieder Zeit. Hallo. Franz Fuchs und Fritz Fuchs. Ist das hier der Fritz Fuchs? Da werde ich ja Fuchs teufelswild. Haha. Ja. Okay, ich glaube, er ist gerade in der Sauna. Ich glaube, wir können ihn direkt eliminieren. Sollen wir das direkt machen? Ich weiß nicht, wie lange er dort bleibt. Ich würde sagen, wir suchen erstmal unser Hotelzimmer auf. Okay, Sicherheit hier. Der lässt uns hindurch. Sehen wir uns mal um. 209 bis 206, das ist relativ übersichtlich geworden hier. Soll ich gehen? Okay, dann gehe ich eben. Ich habe hier immer die Sorge, dass ich direkt abgeschossen werde. Okay, aber wir haben, Moment, 301, da bin ich aber auf dem falschen Stockwerk, nehme ich an. Den haben wir hier. Unbekannte Person. Na schön. Hier fühle ich mich direkt heimisch. Also zum einen, weil ich Hotels mag. Ich mag einfach das Ambiente. Ah, wen haben wir denn hier? Schloss knacken? Naja, brauchen wir nicht unbedingt. Da können wir leider niemanden bespannen. Das tut mir leid. Können wir uns wieder den Schlüssel schnappen? Das frage ich mich gerade. Ich denke aber, wir werden dann von dieser Person hier entdeckt. Riskante Aktion, aber ich glaube, niemand hat uns entdeckt. Okay, wir haben uns nämlich jetzt einen Generalschlüssel geschnappt. Er öffnet ihnen Tür und Tor. Ja, schön. Schöne Alliteration, das mag ich. Okay, 199. Ich gehe noch sehr gemächlich vor euch, entschuldige mich. Ich kann mal etwas auf das Tempo drücken. Ja, ist ja gut, ich mache ja nichts. Ist man denn hier als Gast nicht mal... Ist es mir als Gast nicht erlaubt, hier mal etwas zügig voranzuschreiten? So, hier können wir wohl lang gehen. Ich muss übrigens immer noch in ein anderes Stockwerk, nehme ich an. Okay, 198 bis 210. Naja, sehr viele Zimmer haben die hier auch nicht. Naja, wobei. Es geht schon. Okay, 305. 301 ist dann in dieser Richtung hier. 306, nein. Das dürfte die falsche sein. 307. Und unsere Zielperson, in welchem Zimmer war die?
Hier drüben anscheinend, ja. Da kommen wir jetzt aber ohne weiteres auch nicht rein. Ich meine, wenn der Ablauf so ähnlich ist wie im ersten Teil, sollte ich eigentlich weniger Probleme haben. Das sei mal dahingestellt. Nette Bilder. Okay, ich sehe aber auch keine Wache vor der Tür. Das ist interessant. Oder ist es hier einfach die Sicherheit? Hotelsicherheit, okay. Ah ja, okay. Die Polizei. Das ist also nicht unsere Zielperson. Hier drüben haben wir noch ein Ausrufezeichen. Okay, ich suche trotzdem noch mein Zimmer. Hier ist die 300? Ja, hier ist die 301. Das ist unser Zimmer. Sehr schön. Hier können wir doch bestimmt auch auf den Balkon. Ja. Sehr schön. Können wir hier auf Balkon springen? Okay, wir können hier einfach nach Belieben sogar von Balkon zu Balkon springen. Das gefällt mir, aber bringt mir das denn jetzt etwas? Exit-Karte. Ist hier der zweite Stock, glaube ich. Jetzt kann ich hier natürlich nicht einsehen, wo ich genau außen bin. Bin ich nicht... Ah, Moment. Erster Stock, okay. Er hier ist doch gerade im Spa, nehme ich an. War das hier das Spa? Hier war der... Ich muss hier kurz mal alles sortieren. Ich muss das hier kurz einordnen. Hier ist die Zielperson, genau. Hier ist eine Wache. Und wir sind gerade wo? Wir sind gerade im zweiten Stock. Dann müssen wir aber in den ersten Stock. Also wir sind hier quasi schon mal falsch. Wir haben aber einen Generalschlüssel und ich kann hier von Dach zu Dach springen. Ich speichere mal. Einfach, weil wir es können. Wirklich viel erlebt haben wir noch nicht. Zugegebenerweise. Sehen wir mal. In Hitman 1 konnten wir ja quasi nur zum Balkon unserer Zielperson direkt springen. Sieh mal einer an. Was haben wir hier? Pagen sollten saubere Handtücher auf die Zimmer bringen. Okay. Pardon? Ich wollte die Dame und den Herren nicht unterbrechen, bei was auch immer die hier gemacht haben. Ich verpasse immer die Action. Wenn die mich jetzt nicht irgendwie verpetzen oder so? Ich meine, ich bin nur ein Page. Ich bin ja aus Versehen reingekommen. Passiert ja auch normalerweise im Hotel. Da geht man gerade zur Sache und dann kommen natürlich direkt die, naja, die Putzfrauen oder Männer hinein. Ich habe eben gespeichert, also eigentlich können wir nochmal neu laden. Ich würde nochmal neu laden. Die haben mich jetzt zwar nicht entdeckt, aber wenn wir schon den Speicherpunkt haben, dann nutzen wir den auch. Ja. Okay. Ich meine, hier kommen schon ein paar amüsante Situationen zustande, muss man zugeben. Sehr nett. Okay. Und wieder die ominöse Musik spielt an. Okay, ich ziehe mich um. Und dann beobachten wir die beiden mal. Denn das kann ich gut. Okay. Sag ich doch, die gehen gerade zur Sache. Ich wusste es. So. Ich lasse die beiden Turteltäubchen da mal alleine. Ja, ja. Für immer alleine, der arme Agent 47. Na schön, wir springen mal hier nach drüben. Ich weiß nicht, ob wir hier noch etwas finden. Wir können aber dann direkt eigentlich... Wir brauchen ja immer noch Handtücher. Glaube ich. Da liegt schon mal jemand. Ich werde mir das auch gerne ansehen. Irgendwie ist das ja... Naja. Ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll zu speichern, aber ich will hier nochmal reingehen. Ich glaube, er schläft. Der hat sich gut betrunken. Schläft er mit offenen... Lebt er überhaupt noch? Ich würde gerne... Moment. Ne, ich sehe seine... Ja, ja, er schläft mit offenen Augen. Ich glaube, er lebt noch, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Okay. Handtücher können wir uns sicherlich irgendwo her schnappen. Achso, Moment mal, ich kann ja die Waffe oder den Schlüssel wegstecken. Kann ich einfach irgendwelche Handtücher mitnehmen? Nee, schade. Kann man die Dusche wieder anmachen? Das ging im ersten Teil noch. Sehr schade. Na schön. Aber die Spiegel funktionieren. Ich bin überzeugt. Das Spiel habe ich gerne gekauft. Nur deswegen. Wegen den Reflexionen im Spiegel. Okay. Wir holen mal ab.
Das war ein sehr sinnvoller Speicherpunkt. Ich find's aber schön, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, in jeder zweiten Mission bin ich hier irgendwie am Spannern, aber hey. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun in meiner Freizeit. Okay. Ab nach drüben. Kann ich eigentlich auch einfach hier drüber das Zimmer verlassen? Aha. Hä? Wo? Wo sind die hin? Also ernsthaft jetzt? Hallo? Ah, die sind weg. Ja, das geht auch. Okay, hier sehe ich niemanden. Das kann man nicht öffnen. So, hat niemand gesehen. Wir brauchen jetzt anscheinend noch Handtücher. Hier gibt es doch bestimmt einen Schrank irgendwo. Da kommen wir nicht rein. Tür. Eine Abstellkammer suche ich. 305. Das ist nur der Ausgang. Notausgang. 306. Was wollen die denn von mir? Bin nur der Zimmerpage. Okay. Finde nur den Aufzug. Dann gehen wir mal in das erste Stockwerk. Ich weiß nicht, warum es hier keine Abstellkammer gibt. So, kann ich jetzt einfach hier lang gehen? Oder werde ich dann wieder grob angesprochen? Moment mal, hier haben wir eine Dame. Ah, und hier ist der Florist. Was ist mit ihr? Hallo? Wieso steht ihr hier? Ich hinterfrag das mal nicht weiter. UF. Ah, Department of Economic and Social Affairs. War das dann im ersten Teil die UN und jetzt ist das quasi die UF? Hm, na schön. Kommen wir hier aufzurufen? Okay, wir gehen mal hier. Kommen wir hier rein? Schloss knacken. Durch Schlüsselloch gucken. Ich würde ja gerne das Schloss knacken, aber das wäre wohl relativ auffällig. Hm. Wir sind doch jetzt im ersten Stock. Ich lasse mir schon wieder Zeit. Ich merke das. Wir sind gerade hier drüben. Und hier auf der anderen Seite ist quasi... Ah, Moment mal. Kommen wir hier rein? Nö. Wieder nur Schloss knacken. Naja, vielleicht später. Die Alte sieht sich hier das Bild an. Da haben wir wieder eine Aussicht. Okay. Ich mach mal etwas Tempo. Obwohl es hier wahrscheinlich wieder in das zweite Stockwerk geht. Wir haben doch hier noch einen Pagen. Guten Tag. Hat er hier keine Abstellkammer? Ah. Und hier sind keine Handtücher, oder wie? Ein Eimer. Das ist doch nicht wahr. Moment, Tür schließen. Nee, keine Handtücher. Gut, wir gehen nach unten. Der setzt sich schon wieder hier hin. Gut, er genießt das Interieur. Das kann man ihm ja mal lassen. Ja, ja, du mich auch, mein Freund. Du mich auch. Okay, wir suchen mal die andere Seite auf. Ich gehe vorsichtig voran. Gut, wir gehen jetzt mal hier nach rechts. Hier waren wir doch eben schon. Aber im ersten Stockwerk sollten wir dann unsere... Was haben die denn für Probleme? Ich bin ein friedfertiger Mann. Warum werde ich denn die ganze Zeit hier so quer angesprochen? Also bitte. Okay. Ich bin sehr sensibel. Bringt mich nicht zum Weinen. Ja, sehr schöne Aussicht. Alles sehr pittoresk hier, sehr malerisch. Was ist denn das hier? Okay, wir haben ja einen Generalschlüssel. Die Macht des Generalschlüssels. Okay, jetzt sind wir richtig. Ich habe aber das Gefühl, brauchen wir nicht immer noch Handtücher vielleicht? Ah, Handtücher. So. Dann speichern wir hier nochmal. Und dann versuchen wir mal zu unserer Zielperson zu gelangen. Okay. Denn jetzt kenne ich zumindest den Ablauf. Moment mal, ich muss aber kurz mal überlegen, was genau wir hier machen sollten. Frische Handtücher für Herrn Wolf. Sie haben 10 Sekunden. Genau, daran erinnere ich mich. Dann werden wir nämlich rausgeschmissen. 9, 8, 7, 6. Ja, ich will Handtücher bringen! Was ist denn jetzt das Problem?
Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Ich will Handtücher bringen. Was erwarten die denn von mir? Also Pagen haben echt kein leichtes Leben. Tja, deswegen darf man auch gerne mal etwas Trinkgeld geben. Ja. Wenn es die monetären Umstände natürlich erlauben. Moment mal, 10 Sekunden. Was soll ich denn in diesen 10 Sekunden ursprünglich machen? 10 Sekunden. Bei mir den Koffer. Der beobachtet uns. So, hier, Handtücher. Kann ich die... Hallo, ich will die... Okay. Ich wollte die Tür zumachen. Und er geht wieder rein. Okay, ich erinnere mich daran, wir durften auch im ersten Teil nur ein paar Sekunden eintreten. Aber... Ich weiß nicht mehr genau. Sollten wir uns in den 10 Sekunden quasi nur eine Übersicht machen? Das kann sein. Jetzt habe ich die Handtücher einfach rausgeschmissen. So. Okay. Jetzt habe ich aber einen Plan. Ist da jemand drin? Schade. Okay. Ja, tut mir leid. Oh, das war... Moment. Okay, ich glaube, die Tür ging automatisch zu. Welche Waffen habe ich denn? Wir haben, ja, einen Schlüssel. Den kann man auch als Waffe verwenden. Wir haben eine Spritze und eine Klavierseite. Die bietet sich an. Hier ist doch gerade nur einer, oder? Sehr schön. Okay. Musik wird spannend. Fritz Notiz nehmen. Fuchsschlüssel. Franz Umschlag. Magnum 500. Und wir können auch seine Kleidung nehmen. Und dieses Schildchen hier. Nicht stören. Genau. Und hier haben wir sogar eine... Ja. Ist das eine Schallgedämpfte? Sieht so aus zumindest. Ja. Schallgedämpfte. Nicht stören Schild. Magnum 500 können wir behalten. Franz Umschlag. Mein lieber Bruder, es ist fantastisch hier zu sein. Du hast das Erbstück in deinem Röntgenraum sicher versteckt. Okay, ich frage mich, im ersten Teil hatte ich ja nicht ganz verstanden, warum die Bombe in diesem Röntgenraum war. Kann es sein, dass ich dann irgendwie den Brief übersehen hatte, beziehungsweise verdrängt hatte? Das kann ich mir vorstellen. Also hier wird es ja nochmal direkt angemerkt, dass eben das Erbstück, also die Bombe, im Röntgenraum versteckt ist. Ich freue mich, dich persönlich zu begrüßen, mein Bruder Franz. Mhm. Fuchsschlüssel, Fritz, Notiz. Franz, wir müssen merkwürdige Begegnungen vermeiden. Meine Tarnung als Zahnarzt darf nicht auffliegen. Wir werden uns trotzdem irgendwie sehen können. Ich kann die Erfüllung unseres Plans kaum erwarten. Dein Bruder Fritz. Ist das nicht schön? Die Brüder. Soll ich hier nochmal speichern? 4 Punkte noch. Ah, nee, noch nicht. Wir warten noch. Das sind meine Handtücher. Da ist der Koffer, den brauchen wir. Er duscht gerade übrigens. Ist das nicht schön? Okay. Einmal schließen bitte. Und wir haben Franz Fuchs getötet. Da wollte Diana widersprechen. Okay, ich kann ihn wegziehen, aber das lassen wir mal. Der kann schön hier bleiben. Wie gehe ich denn jetzt nochmal mit dem anderen Wachmann vor? Ich glaube, da können wir wieder die Klavierseite verwenden. Ganz klassisch. Und zwar, wir haben sehr viele Gegenstände dabei. Nehmen wir mal die hier wieder. Den Koffer nehmen wir dann auch mit. Und dann sollte ich vielleicht einen Anzug anziehen. Wir speichern mal. Das ist nämlich relativ gut gelaufen. Für meine Verhältnisse ziemlich gut sogar. So, erwische ich den jetzt? Ich habe ja gespeichert. Ach ey. Das ist suboptimal. Na toll. Frische Handtücher für Herrn Wolf. Kein Bedarf. Und jetzt verschwinde, Blödmann. Ich wollte ihn eigentlich nicht ansprechen. Schießt du mich jetzt ab? Verrecke? Okay, verrecke, du Hund. Danke dafür. Für diesen Affront. Das lasse ich nicht auf mir sitzen.
Okay, der andere Page ist da auch noch draußen. Moment mal, ich kann doch einfach verschwinden, oder? Aber wir haben ja noch das Nicht-Stören-Schild. Moment, wo haben wir es denn? Genau hier, Nicht-Stören. Das ist sehr praktisch, denn dann werden die Leichen zumindest fürs Erste nicht entdeckt. Früher oder später fängt es ja an zu stinken. Was ist denn, wenn ich hier die Spritze einsetze? Bringt die mir irgendetwas? Spritze? Hier. Wunderschöne Musik übrigens. Nein! Frische Handtücher für Herrn Wolf. Das ist doch nicht wahr. Jetzt ist der Polizist genau in diesem Moment vorbeigelaufen. Ja, ja, immer wieder die Bullen. Okay, haben wir die Spritze. Ja. Was macht der denn? Hallo. Pix, Pix. Pix. Sag mal, ich. Also, funktioniert gut. Kann der bitte weggehen? Danke. Der Polizist sollte auch gleich kommen. Ich darf ihn nicht pieksen. Oh. Ja, okay. Bitte Tür schließen. Also das mit der Spritze hat ja optimal funktioniert. Ich sollte ja noch eine Ladung haben. Ich meine, im Notfall müssen wir die Schallgedämpfte einsetzen. Hallo? Ach du Heilige, das kann wieder sehr spaßig werden. Genau, hier haben wir den Koffer. Ist der Polizist schon vorbeigelaufen? Wenn er sich noch etwas... Hat funktioniert! Ich wollte ihm sagen, wenn er sich noch etwas umdrehen würde, wäre es optimal. Okay, entschuldigt, muss mich mal kurz konzentrieren. Der Koffer. Okay, Waffe weg. Wow. Spezialkoffer für den Transport von chemischen Bomben. Genau, denn dort müssen wir später die Bombe ablegen. Moment mal. Nein, das hier wegstecken bitte. Und dann brauchen wir das Nicht-Stören-Schild. Das wird direkt hier vorne angebracht und dann können die Herren hier ihre Ruhe genießen. Wer, hier taucht jetzt jemand auf. Moment, Moment. Zeichen platzieren. Ja. Tür öffnen. Nein, nicht nehmen. Oh. Nein, 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 nein. Tür. Tür öffne. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kommt hier der Polizist noch vorbei. Das macht mich kirre. Tut mir leid, das macht mich gerade echt kirre. So, wir nehmen jetzt erstmal Kleidung. Genau. Nette Sonnenbrille. Dann Schlüsselloch. Kann ich denn jetzt hier auch Zeichen platzieren? Naja, aber drinnen bringt mir das nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das von der KI jetzt bemerkt wird, aber... Platzieren. Sehr schön. Okay, bitte nicht stören. Das heißt, die Herren haben hier ihre Diskretion. Und wir müssen uns noch die Bombe holen und Fritz eliminieren. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung hier. Guten Tag. Wie gesagt, hier ein leerer Koffer. Der sollte also keine Probleme... Stehen bleiben, Mister. Ich muss sie überprüfen. Oh nein, ich habe Waffen dabei. Okay, kein Problem. Das ist doch nicht wahr. Nein! Nein! Ich hab's vergessen. Ich habe Waffen dabei. Ich hätte die rausschmeißen müssen. Mein Fehler. Naja. Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Okay, ich lade nochmal neu. Das ist doch nicht wahr. Habe ich die? Ja. Warte, ich hab's doch eben... Irgendwie... Ja! Wunderschön. Okay, den ziehen wir nochmal schnell rein. Entschuldigt bitte die Verzögerung. Ich hab's vergessen, wirklich. Moment, ich will... Ja, ich wollte eigentlich die Waffe wegstecken. Moment.
etwas umständlich geworden. Ich muss nämlich einmal den Koffer fallen lassen und dann kann ich den Koffer wieder nehmen. Und dann nehmen wir das Schildchen hier. Meine Güte, die Organisation hier. Achso, ich kann mich auch gleich umziehen. Magnum. So, Kleidung. Okay. Die Handtücher können gerne hier bleiben. Der Polizist läuft hier gerade vorbei. Und er lässt hier einfach den Staubsauger stehen. Ich sehe schon. Guter Service. Okay, ich habe die Waffen schon wieder vergessen. Okay, sehen wir mal. Wir schmeißen das Ding raus. Und wir schmeißen das Ding hier raus. Okay. Sonst noch irgendetwas? Schlüssel, Spritzen. Okay, damit kann ich leben. Gut, die Tür hat sich geschlossen. Die hier sind alle tot. Moment. Einer dieser Räume... Nee, der Florist war... Wo war denn der? Ich glaube, einer dieser Räume... Wir sind im ersten Stock. Das dürfte also... nicht die Sauna sein. Wir werden mal sehen. Wir haben den Koffer. Das heißt, wir dürfen uns hier frei bewegen. Ich lasse mir schon wieder etwas Zeit hier. Aber vielleicht läuft es dann... etwas besser in dieser Runde. Okay. Sicherheit. Darf ich hier einmal vorbei, bitte? Ja, sehr schön, dass das funktioniert. Genau, hier haben wir die Sauna übrigens. Ihn hier. Was war denn hier oben? Ach, keine Ahnung. Der ist zumindest Geschichte. Ich geh nochmal in die Richtung hier. Die beiden Damen, die wie Zwillinge aussehen. Na schön. Okay. Und zwar haben wir... Wo bin ich denn? Hier drüben? Genau, hier haben wir nochmal zwei markierte Räume. Nee. Ja, das war doch dann... Hier gibt es übrigens Anzüge.